So, gut. Jetzt ist hier die Kohle-Express-Linie fertig gebaut. So, jetzt müssen wir jetzt nur noch hier den Überflieger abreißen. Und schon dürfte, glaube ich, hier auch sich der Stau so ein bisschen beheben. Dadurch, dass jetzt die Güter jetzt eigene... Da kommen ja so viel Zeug drin. Ich glaube, hier könnte man die Produktion auch nochmal hochfahren. Steine haben wir jetzt genug. Guck mal, es haben aktuell keine Probleme. Geil. Oh nee, es kommt gerade was rein hier. Gerade mich schön gefreut hier, zack. Alles gut. So, und durch die Getreideabkürzer und die Kohleabkürzer, wie gesagt, haben wir ja so ein bisschen auch die Strecke jetzt entlastet. Auch wenn das jetzt ja eh, sagen wir mal, überschaubar ist. So, warum ist denn der jetzt schon wieder unten lang gefahren? Das gefällt mir schon wieder nie. Die fahren dann nach, was geht denn das? Achso, der fährt ins Stahlwerk. Ich muss die erwischen, die... Hier in die La... Da fahren welche in die Lagerhalle. Oh, dann geht das ja gar nicht auf. Dass die dann noch in die Lagerhalle fahren, das ist so eigentlich jetzt auch nicht geplant. Es gibt einen einzelnen Kohlezug. Na gut, dann müssen wir den ausbauen. Ich meine, klar, das kann schon Sinn machen, dass sie ja noch in die Lagerhalle die Runde fahren, aber... Wobei, das kann ich ja erstmal so machen, ne? Oder wie viel kann die Lagerhalle an Kohle lagern? Voll. Das heißt, wenn ich den einen Zug ausbaue, dann sollte es doch eigentlich reichen. So, dann nehme ich den erstmal hier die Lagerhalle weg als Router. Zack. Und dann können wir nämlich immer sagen, fahre hier lang. So, und den einen... Und hier den einen Lagerhallen-Express, den... Den bauen wir dann aus, weil der kann, 35 fährt er nur. Da geht sicher auch noch mehr. Warum haben wir das Depot hier? Warum haben wir den eigentlich nie umgerüstet? Weiß das jemand? Der kriegt erstmal eine Diesellok vorne dran. Dann sind auch diese Uraltwaggons. Achso, na gut, wobei Kohle braucht man eigentlich nicht mehr wirklich dort oben, ne? Eigentlich müsste man jetzt mal gucken, ob dort noch Kohle weggenommen wird. An dem Ding. Ich weiß nicht, ob da noch Dampfloks hinfahren. Sieht es nicht danach aus, aber ich will trotzdem da mal... den Zug auch anrühren. Vielleicht könnte man den sonst auch einfach weglassen. So, machen wir es einfach so hier. So, es fehlen wieder irgendwelche Güter, nicht genug Treibstoff. Also manchmal hast du hier wirklich eine gute Bücherproduktion und manchmal ist das dann wieder alles völlig im Arsch. Ich glaube, wir fahren keine Dampflok. Doch, hier ist noch ein Dampflok. Ein Stahldampflok. Aber ich glaube, das kannst du auch. Naja. Der Kohlezug hat keinen. Achso, das ist eine Diesel gewesen. Ach, warte mal, Moment. Kann es sein, dass die über das Lager fahren, um auch aufzutanken?
warte mal, da kann ich das doch auch gleich auf Dampflok hier umbauen. Wenn ich hier, ich baue hier einen Diesel, ein Tanklager rein. Die Frage ist, wo habe ich es? Oder kann ich hier keins bauen? Ah ja, genau. Dann machen wir hier einen Lagertank hin. Dann gibt es ein... Ach, das ist Jet-Treibstoff. Das wollte ich doch gar nicht. Dann können wir da nämlich die Diesel, die Dampfloks hier auch mal loswerden. Das war jetzt ein Fail. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass die ja dorthin fahren wegen Tanken. Aber das lässt sich ja schnell umbauen. Wenn ich jetzt hier mal das richtige Knöppel erwische. Hier so Diesel. So, da gibt es jetzt eine Diesellok. Wie viel Tankkapazität haben wir hier? 140 mal 8. Nee, Quatsch, mal 10. Das sind ja 2 mal 5. Das sind 1400. Ja, da ist hier unten noch mehr Zug. Nee, oder wollte das so, oder soll das vielleicht am besten direkt von hier unten holen? Ja, würde ich sagen, ne? Ist wahrscheinlich sinnvoller. Neue Route. Hierher fahren, einladen. Bis zur für volle Fracht oder verstrichene Zeit 60 Sekunden, sage ich einfach mal, obwohl das wahrscheinlich eh zu wenig, obwohl das wahrscheinlich zu viel ist. Und dann fährst du einfach hier her und machst eine Entladung für leere Fracht oder 60 Sekunden. Auf geht es. Einmal quer über die Karte. Dann bleiben wir einfach bei dem DT20. Schön den Öltank hinten dran. Das wäre ein bisschen zu viel. Diesel. Irgendwie wäre es cool, wenn man hier etwas sagen könnte. Mach ja generell nur Diesel. Achso, das hätte man auch bei der Route. Bei der Route kann man das filtern. Das rüber scrollen, hier sind auch ein bisschen Diesel, 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 Diesel und Abfahrt. Oh, hier stehen sie wieder wegen irgendwas an. Ja, ach so, weil der hier leer ist. Logisch. Aber da wird ja gleich Abhilfe geschaffen. Da kommt ja gleich was an hier. Nicht abgeladen. Ach, weil es auf Einladen steht. Ach, ich bin doch dumm. Warte mal, fährst du gleich nochmal hin. Bitte einmal umlenken. Mal wieder richtig gefailt hier. Eieiei. So, jetzt haben wir sowas drin. Mal gucken, wie lange das jetzt reicht. Bis der wiederkommt. Dann könnte man die Loks ja auch schon mal umrüsten auf Diesel. Ich glaube, das würde sogar noch einen weiteren Hänger
bringen, ha? Irgendwie wäre es geil, wenn die Lok nochmal vorne dranhängen könnten. Wenn es eine Lok ist. Und der soll bitte hier unten dran. Und dann, ja, in Zug. Obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist, ne? Weil ich glaube, da ist wahrscheinlich schon so viel drin, dass das wahrscheinlich sowieso nicht passt. So. Den dann als nächstes. Wobei, man könnte natürlich auch einfach alle direkt tauschen. Ich glaube, das müssten jetzt sogar mit die letzten Dampfloks überhaupt sein. So, Abfahrt. Tanklager ist noch gut gefüllt. So, hier kommt die nächste Dampflok. Achso, ich muss doch bloß hier die Strecke entlang gehen. Da ist eine. Das ist ein Diesel, so wie die hier angeheizt kommt. So, die zwei noch. Verkaufen, verkaufen. Zack, zack. So, Abfahrt, gut. Hätten wir das hier auch gemacht. Das, was hier am Tanklager ist, das scheint dann auch zu reichen. ...20.000 Einwohner wären irgendwie nochmal geil, weil das haben wir, glaube ich, noch nie so wirklich geschafft. Aber auf der anderen Seite hätte ich irgendwie auch nochmal Bock, hier die Produktion nochmal ordentlich. 520 pro Minute. Obwohl die Lager gut voll sind. Na, eigentlich könnte man hier nochmal eskalativ tätig werden.